Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Wie ihr seht, laufe ich hier bei MW3 Multiplayer einfach auf die Gegner zu und diese sehen mich nicht und können mich auch nicht schlagen oder hitten. Dies ist einem neuen Bug bzw. Glitch zu verdanken, der nicht mal so schwer auszuführen ist. Ich wurde auch schon mehrere Matches so getötet, das macht absolut gar keinen Spaß, Leute, so Multiplayer zu zocken. Und im Moment kann man das auch ehrlich nicht spielen, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, hattet ihr das auch in euren Lobbys? Ich zeige euch jetzt aber trotzdem mal, wie das geht, weil je mehr Leute das sehen, umso schneller wird es auch vielleicht gefixt. Als allererstes müsst ihr auf Waffen gehen und eure Abschussserien ändern. Hier braucht ihr zwingend das Fernlenkgeschütz. Das nehmt ihr und sobald ihr es in-game freigespielt habt, platziert das einfach irgendwo und aktiviert das Geschütz. Wenn ihr dann im Geschütz drin seid, müsst ihr euch umdrehen bzw. ihr müsst euch suchen und auf euch selber schießen und euch töten. Wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr, meine Leiche fällt auf den Boden, aber ich stehe hier immer noch. So, jetzt seid ihr unsichtbar und kriegt gar keinen Schaden, Leute. Ihr könnt aber nicht schießen mit der Waffe. Das könnt ihr online und privat auch nicht machen. Sobald ihr einmal einen Schuss abfeuert, werdet ihr aus der Lobby geworfen. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist die Gegner zu schlagen oder mit dem Finisher zu töten. Das war's dann auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.